Vielen Dank. Ich wollte gerade sagen, das sieht noch nicht so aus wie meine Folien. Jetzt aber. Ja, vielen Dank, dass ihr alle hier hingekommen seid, obwohl die Veranstaltung ja eigentlich schon fast vorbei ist. Und ihr ein Teil dieser nächsten, ich sag mal, absurden gemeinsamen Stunde mit mir sein wollt. Warum absurd? Also ich persönlich finde es ziemlich absurd, hier zu stehen. Ich finde es auch absurd, dass ihr gekommen seid. Nicht falsch verstehen, ich finde es super, dass ihr da seid. Aber ein Stück weit absurd, weil wir in Absurdistan leben. Was meine ich damit? Unser Drang, unsere grundlegende Biologie, Sicherheit haben zu wollen, hat uns dazu gebracht, dass wir eine Welt geschaffen haben, die maximal unsicher ist. Strukturen geschaffen haben, die dafür sorgen, dass wir gerade auf einem sehr guten Wege sind, unsere eigene Lebensgrundlage zu zerstören. Das ist absurd. Oder, wie wir in der Psychologie sagen würden, das ist die Definition von Wahnsinn. Und das, was ich jetzt mit euch vorhabe, beziehungsweise euren Gehirnen und damit natürlich euch, ist eine radikal emotionale Reise in den nächsten Minuten, beziehungsweise der nächsten knappen Stunde. Und ich habe dem Ganzen den Titel gegeben, radikal emotional, natürlich angelehnt an mein neues Buch, so viel Schleichwerbung muss ja sein. Der Untertitel hat aber nichts mit dem Buchtitel zu tun, beziehungsweise ist inhaltlich ein anderer, der lautet, warum wir weniger Herz und mehr Hirn brauchen. Und vielleicht widersprecht ihr jetzt schon innerlich und sagt, erst sagt sie, es ist absurd, dass wir hingekommen sind. Und jetzt sagt sie auch noch, wir brauchen weniger Herz und eigentlich will sie über Gefühle reden, was soll denn das alles? Das möchte ich jetzt in den nächsten Minuten mit euch besprechen. Und wie es sich für eine hoffentlich gute Professorin für Medienpsychologie gehört, möchte ich mit einer Triggerwarnung anfangen. In Zeiten von Digitalem und viel Hass und Hetze und so weiter, und da haben wir ja auch schon einiges hier auf der Konferenz drüber gehört, gehört eine gute Triggerwarnung zu jedem Vortrag aus meiner Sicht dazu. Keine Angst oder Vorfreude, je nachdem, wie ihr da so gepolt seid. Es wird hier keine brutalen oder anzüglichen Bilder geben. Vor allem nichts, wo ihr jetzt eigentlich vorgewarnt werden müsstet, sondern ich werde eure Gehirne verändern. Ich bin ja auch Neurowissenschaftlerin, ich habe also große Freude an Gehirn. Und was ich mit euch vorhabe, ist nicht nur eine radikale emotionale Reise zu machen, sondern tatsächlich auch eure Gehirne nachhaltig zu verändern. Wenn ihr das also nicht wollt, dann könnt ihr jetzt diesen Raum noch verlassen. Es ist ja genug Raum und Platz und es gibt auch sicherlich spannende Veranstaltungen, die gerade hier parallel passieren, habe ich mir sagen lassen. Das ist völlig okay, ich nehme das auch nicht persönlich. Wenn ihr hier bleibt, dann habt ihr quasi eingewilligt, dass ich eure Gehirne ab jetzt verändern darf. Okay, noch sitzen alle, fast alle, die ich so überblicken kann. Das heißt, ich möchte euch jetzt eine radikal, emotional und ehrliche Frage stellen. Die Reise geht also los mit der Frage. Und ihr könnt gerne eure Augen dafür schließen, wenn ihr euch das zutraut und euch soweit sicher fühlt. Was müsste passieren, damit ich mein Leben verändere? Und vielleicht fällt euch irgendeine Situation ein, wo ihr das schon mal gemacht habt, weil ihr ganz mutig wart. Vielleicht seid ihr in eine andere Stadt gezogen, habt den Job gewechselt, eine Partnerschaft begonnen, beendet, Kinder in die Welt gesetzt, was auch immer getan, euer Leben radikal, grundlegend verändert. Was ist da bei euch passiert? Und was denkt ihr, wer oder was hat beeinflusst, warum ihr diese Entscheidung getroffen habt? Euer Herz oder euer Hirn? War das ein Bauch oder eine Kopfentscheidung? Verstand oder Emotion? Und der Spoiler an dieser Stelle ist, es war immer eine Kopfentscheidung. Weil unser Herz ist zwar ein wunderbarer Hohlmuskel, aber die Emotionen, die passieren hier oben, genau wie der Verstand. Das heißt, egal was ihr denkt, ob es irgendwie euer Herz oder sonst irgendwas anderes in eurem Körper war, es war vor allem hier oben im Kopf. Und wenn wir dieses Hirn mit uns rumtragen und eigentlich ja bis hierhin gekommen sind, auch mal von Absurdistan kurz abgesehen, können wir sagen, naja, insgesamt ist die Menschheitsgeschichte doch eine Erfolgsgeschichte, oder?
wenn wir nicht gerade besonders zynisch drauf sind und irgendwie denken, naja, guck dich doch mal um, was da so alles passiert. Und dann möchte ich sagen, ja, natürlich ist es eine Erfolgsgeschichte, aber es ist eben auch absurd, denn wir sind, wie gesagt, gerade auf dem besten Wege, unsere eigene Lebensgrundlage zu zerstören. Und ich habe euch einfach nur mal exemplarisch zwei Abbildungen mitgebracht, die das symbolisch bzw. anhand von Daten darstellen. Das eine, seht ihr, das ist kein Aktienkurs, sondern das sind die globalen CO2-Emissionen durch die Energieverbrennung und industrielle Prozesse, aufgelistet von 1900 bis zum letzten Jahr 2023. Und was soll ich sagen, welch Zynikerin würde ich jetzt sagen, hurra, wir haben 2023 einen neuen Rekord geschafft. Das ist Absurdistan, denn wir wissen schon sehr, sehr lange, dass die Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen dafür sorgen, dass wir unsere Lebensgrundlage sukzessive gefährden und in großen Teilen schon zerstört haben. Und zusammengefasst können wir das Ganze noch viel schöner auf dieser Grafik sehen, wo die 6 planetaren Grenzen, die wir bereits überschritten haben, dargestellt sind. 9 an der Zahl sind es insgesamt, 3 sind noch nicht überschritten. Das ist das Ergebnis einer Studie, die erstmals alle Grenzen untersucht hat und entsprechend letztes Jahr veröffentlicht wurde. Das ist das Absurdistan, in dem wir leben. Was machen diese Abbildungen mit euch? Hand aufs Hirn, wahrscheinlich ziemlich wenig. Die sind maximal unemotional. Vielleicht habt ihr sie sogar vorher schon mal gesehen. Vielleicht denkt ihr, naja gut, was soll ich denn machen als einziger kleiner Mensch und diese ganzen planetaren Grenzen? Da gehe ich lieber zur Republika und höre mir ein paar schlaue Vorträge an. Was brauchen wir also stattdessen? Wie kommen wir da raus? Wann verändern wir unser Leben wirklich? Wenn was im Spiel ist, nicht Daten und Fakten, die können unterstützen, aber wenn vor allem das im Spiel ist, Emotionen, eine akute Bedrohung, jetzt und hier. Wenn jetzt der Feueralarm hier losgehen würde, dann wäre wahrscheinlich niemand mehr da. Also hoffe ich, dass wir uns alle schnell rausbewegen würden. Ja? Und das Gleiche gilt für ähnliche Extremsituationen wie diese. Dann haben wir gar keine Wahl mehr. Im Englischen gibt es den schönen Ausdruck Change by Design or Disaster. Also kommt die Veränderung durchs Desaster, wie im Fall dieser beiden emotionalen Bilder, oder weil wir es clever anstellen, weil wir begreifen, dass wir nicht länger in Absurdistan leben wollen und können. Und jetzt bitte ich euch nochmal an die Anfangsfrage zurückzudenken, euch nochmal einzuladen, darüber nachzudenken, was müsste denn passieren, damit ihr euer Leben verändert, und diese Frage vielleicht noch mal zu überdenken. Jetzt funktioniert mein Klicker nicht mehr. Da. Was müsste passieren, damit ihr euer Leben verändert, ist eigentlich die falsche Frage. Wie muss die Frage stattdessen lauten? Nicht, was müsste passieren, sondern was muss ich fühlen? Was muss ich fühlen, damit ich mein Leben verändere? Denn die Daten, die ich euch da gerade gezeigt habe, die kennt ihr hoffentlich alle. Und wenn nicht, zumindest in einigermaßen abgeänderter Form, seid ihr ihnen begegnet. In den Nachrichten, in Studien, in Gesprächen mit anderen Menschen, vielleicht mit Gesprächen mit Klimawissenschaftlern und Klimawissenschaftlerinnen. Und trotzdem sitzen wir hier. Müssten wir nicht eigentlich was ganz anderes tun? Und müssten wir nicht anfangen, Absurdistan endlich aktiv zu verlassen? Naja, dafür müssen wir eben akzeptieren, dass vor allem wichtig ist, was wir fühlen, wenn es um Veränderung geht, und dass wir nichts anderes sind, ich nenne sie liebevoll, als emotionale Blobs. Der Name Blob oder das Wort Blob ist entstanden, als ich mal in einer Diskussion wieder sehr frustriert war, als jemand auf dem Podium argumentiert hat, dass wir doch Rationales und Emotionales bitte voneinander trennen sollten und dass das nicht zu vermischen gehört. Und dann bin ich irgendwann sehr emotional bzw. ein bisschen lauter geworden und habe gesagt, das ist absurd und das ist irre, das auch nur zu versuchen. Wir können als Menschen nur Entscheidungen treffen, egal ob es eine große oder eine kleine Veränderung ist oder ob es darum geht, was wir zum Mittag essen wollen oder welche Session wir auf der Republika besuchen, weil wir Vorlieben haben, weil wir Emotionen haben, weil da etwas in uns sagt, das ist jetzt wichtiger als alles andere, was wir potenziell tun könnten oder alle anderen Gerichte, die zur Auswahl stehen fürs Mittagessen. Wir sind in jedem Moment diese emotionalen Blobs. Wir erzählen uns aber das Gegenteil. Und darum sind wir in Absurdistan gelandet. Sind wir in einem Zustand gelandet, wo wir unseren Drang nach Sicherheit
aufs Spiel setzen und in maximaler Unsicherheit leben, denkt zurück an die planetaren Grenzen. Naja gut, aber ich stehe jetzt heute hier, um nicht euch zu sagen, das ist jetzt alles auswegslos und wir sind halt so und dann sind wir hier gelandet, sondern vor allem um euch, und das habe ich anfangs ja gesagt, einzuladen, mit mir auf diese Gehirnreise zu gehen und mit ein bisschen Demut und vielleicht auch Anerkennung für dieses Dasein als emotionale Blobs draufzuschauen und wo ich euch jetzt einladen möchte, mit mir auf eine neue Reifeprüfung. Eine Reifeprüfung, wo wir einfach alle nochmal, vielleicht mehr oder weniger so, aber so gefühlt auf der Schulbank oder der Unibank oder sonst was Bank Platz nehmen, um zu sagen, naja gut, wenn wir so weit mitgehen, wenn ihr so weit mitgeht und sagt, ich bin auch so ein emotionaler Blob, wie gehe ich denn jetzt besser damit um und was kann ich dazu beitragen, dass wir Absurdistan verlassen? Dann habe ich mir 3 Schritte überlegt. 3 ist übrigens immer gut, weil unser Gehirn einfach generell keine großen Zahlen mag. Und 3, dann gibt es ein erstes, ein letztes und ein mittleres. Das kann sich jeder ganz gut merken. Aber diese 3 Schritte machen auch Sinn, hoffe ich. Und der erste Schritt hat was mit der Triggerwarnung zu tun, die ich am Anfang ausgesprochen habe. Ich habe gesagt, naja, wenn ihr hier bleibt, dann werde ich eure Gehirne verändern. Und warum stimmt das? Und warum stimmt das in jedem Moment, in dem ihr lebt, dass andere Menschen, mit denen ihr interagiert, genauso eure Gehirne verändern, wie ich es gerade tue, weil sich unser Gehirn in jedem Moment verändert? Diese Triggerwarnung müssten wir also eigentlich, dann würden wir natürlich nichts anderes mehr machen, immer sagen und aussprechen. Die ist sozusagen implizit mit im Leben enthalten beim Beipackzettel fürs menschliche Dasein, weil sich unser Gehirn andauernd verändert. Und jede Information und jeder Gedanke, also sozusagen die internen Informationen, euer Gehirn verändert. Wir aber häufig denken, das sei nicht der Fall. Und deshalb ist diese Triggerwarnung so wichtig, weil ich jetzt die wertvollste Ressource von euch hoffentlich einigermaßen erfolgreich in Anspruch nehme, eure Aufmerksamkeit. Und damit ein ganz bisschen euer Leben und eure Gehirne verändern darf. Und damit möchte ich diese neue Reifeprüfung beginnen und den ersten Schritt beginnen. Und das ist die, wie ich es nenne, radikale Aufmerksamkeit. Mal gucken. Da ist sie. Die radikale Aufmerksamkeit bezieht sich darauf, dass wir häufig unsere Aufmerksamkeit sehr verschwenderisch behandeln. Wir lassen uns so treiben, vor allem im digitalen Zeitalter, weil jeder schreit und zeigt und blinkt und sendet und vibriert und klingelt und ich weiß nicht was, mit wie vielen Endgeräten. Und es sorgt dafür, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir könnten 35 Streams und Töne und was auch immer alles gleichzeitig machen. Das ist natürlich Quatsch, niemand kann Multitasking, auch keine Frau. Das, was wir machen, ist Task-Switching, wir springen hin und her. Und was dadurch passiert ist, dass wir vor allem ganz viel verpassen, weil wir versuchen, alles wahrzunehmen. Willkommen in Absurdistan, da sind wir wieder. Und dass wir vor allem auch eine falsche Wahrnehmung von uns selbst haben. Und ich hoffe, das kreiert jetzt nicht zu viel Widerspruch oder Widerwillen. Ich meine, ich habe schon gesagt, wir sind alle in Absurdistan. Viel schlimmer kann es nicht werden, ja? Und wir hätten ein falsches Verständnis von uns. Und jetzt sage ich auch noch, wir haben eine falsche Wahrnehmung. Und ich möchte euch bitten, so weit noch weiter bei mir zu bleiben mit eurer Aufmerksamkeit, damit ich euch einladen kann, zu verstehen, was ich meine und wovon ich spreche. Die falsche Wahrnehmung bezieht sich darauf, dass wir eben häufig, deshalb symbolisch der Spiegel hier, ein Bild von der Realität und von uns selbst haben, was sehr wenig mit der Realität zu tun hat, beziehungsweise ein ganzes Stück davon entfernt ist. Und ich könnte jetzt die restliche Zeit damit füllen, über die sogenannten kognitiven Biases oder Verzerrungen, wie es gerne auf Deutsch dann heißt, zu füllen und darüber zu sprechen, wie wir alle ein falsches Gedächtnis, falsche Erinnerungen, falsche Einschätzungen, Über-, Untereinschätzungen und so weiter haben, je nachdem, mit welchen Menschen und in welcher Umgebung wir so unterwegs sind. Aber darum geht es mir an dieser Stelle gar nicht primär. Es geht mir hier an dieser Stelle primär um die Emotionen. Und es geht mir darum, dass wir eigentlich meistens ziemliche AnalphabetInnen sind, wenn es um unsere Emotionen geht. Eine groß angelegte Untersuchung in den USA hat Menschen gefragt, wie viele Emotionen sie denn so spontan an sich benennen könnten. Und im Durchschnitt waren das 3, happy, sad und pissed off. Sie können sich jetzt überlegen, was das bedeutet. Aber ich würde sagen, ich weiß nicht, wie die Ergebnisse in Deutschland wären. Eine vergleichbare Studie ist mir nicht bekannt. Aber ich würde sagen, das ist ein ziemlich trauriges Ergebnis. Daher ja auch
die Reifeprüfung hier erstmal auf das bezogen, wie wir da vielleicht rauskommen können. Wie schaffen wir es also von diesem emotionalen Analphabetismus, ziemlicher Zungenbrecher auch, wegzukommen und dahin zu kommen, also emotionale AlphabetInnen zu werden? Indem wir uns wieder zurückbesinnen auf dieses Gedankenexperiment. Ihr alle, auf euer kleines Gedankenexperiment, eure Veränderung, an die ihr vielleicht eben gedacht habt, oder Veränderungen, wenn ihr mehrere in eurem Leben schon vorgenommen habt, und euch daran zu erinnern oder zu versuchen zu erinnern, wie ihr euch gefühlt habt, warum ihr euch verändert habt, wer euch dabei bewegt hat und warum das immer emotional war. Und dann müssen wir im zweiten Schritt vor allem auch anerkennen, dass Emotionen das Gegenteil von schwach sind, von weiblich, von pathetisch, von da sollte man lieber nicht drüber sprechen, weil sie die Basis von allem menschlichen Dasein sind. Wir können uns, nochmal, wir können uns nur entscheiden, weil wir Emotionen haben. Wir sind sonst entscheidungsunfähig, weil wir keine Vorlieben mehr haben. Und wenn wir das schaffen, uns eine Geschichte von Emotionen zu erzählen und gleichzeitig sie in uns besser zu erkennen, die davon zeugt, dass Emotionen Stärke sind, dass es eine Kraft bedeutet, darüber ehrlich zu sprechen, dann können wir zu emotionalen AnalphabetInnen werden. Und dann können wir im nächsten Schritt, und das ist die zweite Stufe der radikalen Aufmerksamkeit, auch dahin kommen, zu begreifen, dass es keine negativen Emotionen gibt. Und jetzt sagt ihr vielleicht, oh Gott, jetzt ist es aber wirklich vorbei, so weit bin ich mitgegangen. Aber wenn sie mir jetzt erzählen will, dass Hass und Wut und Ärger nicht negativ seien, dann gehe ich wirklich oder setze meine Kopfhörer ein, wenn mir das zu peinlich ist. Doch ich sage das und meine das genauso. Es gibt keine negativen Emotionen. Was meine ich damit? Emotionen haben keine Wertung. Die sind erstmal einfach da. Unsere erste Aufgabe besteht darin, sie zu erkennen. Und unsere zweite Aufgabe besteht darin, mit ihnen umzugehen. Und das kann positiv, negativ oder irgendwas dazwischen sein. Aber die Emotionen an sich, die Gefühle und alles, was dazugehört, die haben keine Wertung, die sind da. Wie wir mit Wut, Zorn, Ärger oder Liebe, Freude und allem vermeintlich Positiven umgehen, das liegt in unseren Hirnen und unseren Körpern. Und das können wir aktiv entscheiden und beeinflussen. Und warum ich jetzt hier diesen Wasserball genommen habe, ist ein schönes Bild aus der Psychologie und der Emotionsforschung, beziehungsweise es soll daran erinnern. Denn was häufig passiert ist, wenn wir uns diese Geschichte der negativen Emotionen erzählen, dass wir versuchen, sie zu unterdrücken. Denn was tun wir mit Dingen, die negativ sind? Wir ignorieren sie. Stichwort Absurdistan. Also versuchen wir sie, wie mit so einem Wasserball oder so einem Ball, der auf dem Wasser schwimmt, runterzudrücken. Nicht dran denken, lieber noch ein bisschen Netflix oder irgendwas anderes schauen. Oder mit der Sitzheizung im Auto irgendwo hinzufahren, sich nicht nass regnen zu lassen. Alle diese Dinge, das gehört alles zu diesem ganzen negatives, unangenehmes, bitte nicht mit mir. Und was macht das, wie mit allen Dingen, die man versucht zu ignorieren, das fliegt einem irgendwann um die Ohren. Und genauso ist es mit diesem Ball. Der fliegt einem dann nicht unbedingt um die Ohren, aber er poppt an die Oberfläche. Und wenn dann noch 2, 3 weitere hinzukommen, weil sich vielleicht 2, 3 weitere negative, vermeintlich negative Emotionen angestaut haben, dann reichen auch 2 Hände und 2 Füße und ich weiß nicht, sonst noch Körperteile irgendwann nicht mehr aus, um diese Bälle nach unten zu drücken. Und dann wird's richtig unangenehm. Und deshalb brauchen wir einen emotional reiferen Umgang mit vermeintlich negativen Emotionen. Brauchen wir einen guten Umgang mit allen Emotionen. Einen, der uns fragen lässt, wofür statt wogegen. Und das ist die erste Zutat, die erste Fähigkeit, die ihr jetzt bei dieser ersten Reifeprüfung, nämlich der emotionalen Reife, um die es bei der radikalen Aufmerksamkeit geht, immer wieder anwenden könnt. Statt zu fragen oder zu sagen, ich bin dagegen, gibt es auch schöne Songs drüber und Protestplakate und so weiter, könnt ihr einfach mal ganz vorsichtig vielleicht anfangen und fragen, wofür bin ich eigentlich? Was finde ich eigentlich gut? Wie möchte ich eigentlich morgen leben? Oder übermorgen? Oder überübermorgen? Und was brauchst du dafür? Und wen brauche ich dafür? Und welche Emotionen könnten mir dabei helfen? Und auf einmal passiert das, was uns Menschen ausmacht.
Nämlich, wir fühlen uns gut und können gemeinsam mit anderen Menschen Dinge schaffen, die noch nicht da sind. Ich sage immer gerne, die Superpower der Menschen ist unsere Vorstellungskraft. Das ist das, was uns von allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten unterscheidet. Wir können uns etwas vorstellen, was noch nicht da ist. Dafür müssen wir aber nach dem Wofür fragen. Und wenn wir nach dem grundsätzlichen Wofür fragen und so weit mitgegangen sind, dass wir verstanden haben, wir sind nichts anderes als diese emotionalen Blobs, dann können wir auch ganz offen und ehrlich und vielleicht sogar ganz laut sagen, wir wollen alle nur das eine. Und ich meine nicht das, was ihr jetzt vielleicht denkt, sondern etwas, was damit verwandt ist und vielleicht auch dazugehört, geliebt werden. Das ist das ursprüngliche Verlangen in jedem Menschen. Und warum? Weil geliebt werden uns vor allem eins gibt, Sicherheit. Und dieses Gehirn da oben darauf programmiert, beziehungsweise es ist nicht programmiert, sondern optimiert ist, Sicherheit zu suchen, Unsicherheit zu vermeiden. Und die kriege ich wo und wann von Menschen, die mich lieben, die bei mir sind, auch wenn die Gefahr kommt, und bei mir bleiben, wenn die Gefahr da ist. Und Liebe bedeutet nichts weiter, ist genug ehrlich gesagt, bedeutet nichts weiter als verstehen wollen, die andere Person verstehen wollen, den anderen emotionalen Blob verstehen wollen, auch wenn der völlig aus der eigenen Sicht irrational gerade mal wieder handelt. Das ist Liebe und das gibt mir Sicherheit. Das Verstehen wollen von einem anderen Menschen oder anderen Menschen und damit gemeinsam ein Wofür kreieren zu können. Und wenn wir das ehrlich, so richtig, richtig ehrlich verstehen und leben, dann schaffen wir es, diese emotionale Reife und damit den ersten Schritt der Reifeprüfung erfolgreich zu absolvieren. Ihr habt sozusagen jetzt also schon ein Drittel geschafft. Ja? Wenn wir das nächste geschafft haben, sind wir über die Hälfte, dann sind wir sozusagen fast am Ziel. Weiter geht's also, ne, positiv formuliert, weiter geht's also mit der nächsten Reifeprüfung beziehungsweise der nächsten Reifestufe. Und die geht dann vom Mir, vom Individuum, von N gleich 1 weiter. Wohin? In den Austausch. Und ich habe gerade schon ein bisschen die Brücke mit der Liebe da gestaltet. Und da geht es um was? Um radikale Ehrlichkeit. Die kann ich nur haben, wenn ich selber weiß, was in mir gerade passiert. Also vielleicht nicht unbedingt auf molekularzellulärer Ebene, aber so auf der Ebene, wo ich irgendwie beschreiben kann, mehr als happy, sad, pissed off, was gerade so in mir vorgeht. Und dann kann ich im nächsten Schritt sagen, naja, okay, jetzt kann ich ehrlich, radikal ehrlich, an die Wurzel gehend ehrlich mit anderen Menschen darüber reden. Und dann können wir endlich aufhören, und das ist das Grundproblem hier, nicht die falsche Wahrnehmung wie bei der emotionalen Reife, sondern die falschen Geschichten, aufhören, die zu erzählen, die uns nach Absurdistan gebracht haben. Deshalb das Märchenbuch. Nichts gegen Märchen, aber es sind halt Märchen. Und die falschen Geschichten haben uns dahin geführt, dass wir mittlerweile in einer Welt leben, die alles andere als normal ist. Das, wo sich unser Gehirn aber so sehr nachsehnt. Sicherheit ist so ein bisschen so ein Synonym für Normalität, ja. Dass alles so bleibt wie bisher. Bitte keine Veränderung. Bitte nicht zu verrückt. Verrückt ist das Gegenteil von normal. Und das haben wir schon geschafft. Das ist jetzt ein weiteres Bild, was sehr unemotional, aber doch sehr eindrücklich im Sinne von deutlich zeigt, wie unnormal zum Beispiel die globale Durchschnittstemperatur im letzten Jahr war und wie viel unnormaler das Ganze noch werden wird, könnten wir jetzt sehen, wenn wir die Projektionen entsprechend dahinter hängen würden. Das ist nicht normal. Normal ist natürlich immer eine Frage der Zeit. Also das, was jetzt normal ist, war vor 100 Jahren nicht normal, nicht nur bezogen auf die Temperatur, sondern zum Beispiel auf unsere Kleidung, auf unsere Sprache, auf unsere Mobilität, eigentlich auf alles, was unser Leben ausmacht. Es verändert sich andauernd. Nicht nur euer Hirn da oben im Kopf, sondern natürlich auch unsere Umgebung. Das heißt, diese Normalität ist immer etwas, was davon abhängt, in welcher Zeit wir gerade unterwegs sind. Und dann kommen wir wieder zurück zu der Frage, Change by Design or Disaster. Wie unnormal es noch werden wird, wollen wir das bei Disaster entscheiden lassen, weil wir so weitermachen, vermeintlich so weitermachen wie bisher? Oder bei Design, weil wir verstanden haben, worauf es wirklich ankommt? Und wohin uns diese ganze Unnormalität schon geführt hat, könnte ich jetzt an ganz, ganz vielen Lebensbereichen ausschildern und dröseln. Ne? Mobilität, Energieversorgung und so weiter und so fort. Ich habe mal ein maximal unemotionales Thema gewählt. Essen. Ist natürlich alles andere als unemotional. Es gibt Politiker in diesem Land, die Aussagen treffen wie ohne Schnitzel und Wurst könnten sie nicht leben. Und das ist natürlich eine sehr emotionale
Fragestellung, was wir zu uns nehmen. Deshalb habe ich gedacht, okay, dann vielleicht nicht Essen, sondern Getränke. Nehmen wir einfach mal Getränke. Das ist doch relativ unemotional, weil Wasser und so weiter brauchen wir irgendwie alle. Und jetzt stellen wir uns mal so einen klassischen Frühstückstisch vor. Wie unnormal oder normal ist der noch oder ist er schon geworden durch die falschen Geschichten, die wir uns erzählen? Nehmen wir das Beispiel O-Saft. Vielleicht mag der ein oder andere, die ein oder andere im Publikum O-Saft, das gehört zum Frühstück dazu. O-Saft hat durch das unnormale Handeln von uns auf diesem Planeten schon dazu oder wurde so weit beeinflusst, dass zum Beispiel im Jahr 2022 in Florida 10% der Orangenbäume einfach durch Hurrikans weggeweht wurden. Und wir wissen sehr gut, dass CO2 und eben die Häufung von Extremwetterereignissen natürlich stark zusammenhängen. Dann könnt ihr sagen, okay, O-Saft, I don't care, ja, dann trinke ich halt Kaffee. Bei Kaffee ist das Gleiche der Fall, ja. Also die Ernten fallen schon jetzt teilweise aus, sind massiv bedroht oder eingeschränkt in den Anbauregionen aufgrund der Wetterextreme, die wir dort beobachten können. Dann sagt ihr, naja, gut, wer braucht schon O-Saft und Kaffee? Solange mein Bier da ist, ist alles gut. Und auch da, Bad News an der Stelle, manche Anbauerinnen sprechen schon davon, dass wir quasi in eine Zeit reingehen, wo kein Hopfen mehr wachsen wird. Und es wird von systemischen Schocks gesprochen, weil auch dort schon die Ernten massiv beeinträchtigt sind. Und ich könnte jetzt beispiellos oder beispielhaft ganz, ganz viel weiter in den verschiedensten Lebensbereichen auflisten, wie unnormal eigentlich schon vieles geworden ist, beziehungsweise es immer unnormaler werden wird durch unser vermeintlich normales Verhalten. Und die große Frage ist natürlich, und das versuche ich als Wissenschaftlerin dann natürlich zu verstehen, und ich hoffe, ich habe euch soweit mitgenommen, dass ihr auch jetzt den Drang habt und fragt, naja, und wie sind wir jetzt dahin gekommen? Also wer erzählt denn diese ganzen falschen Geschichten? Das ist ja völlig bescheuert, beziehungsweise dieser Wahnsinnskurs. Naja, da gibt es so einen Elefanten. Ein Elefantenbulle, den ihr hier exemplarisch seht, und der ist eigentlich immer da, wenn Menschen zusammenkommen. Der ist auch jetzt hier im Raum. Ihr seht ihn wahrscheinlich nicht, aber vielleicht habt ihr ihn schon gespürt, irgendwie wahrgenommen. Und auf diesem Elefanten stehen, wenn wir die deutsche Sprache wählen, 5 große, fette Buchstaben. Macht. Der Machtelefant ist immer da, wenn Menschen sich austauschen und miteinander sprechen. Und er spielt immer eine Rolle dafür, welche Entscheidungen wir treffen. Und der Machtelefant hat in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass wir diese schlechten Entscheidungen getroffen haben, dass wir kurzfristig oder ultra kurzfristig auf finanzielle Gewinne setzen und dass wir in Absurdistan gelandet sind und auf einem sehr guten Wege sind, unsere eigene Lebensgrundlage zu zerstören. Und der Machtelefant spielt natürlich essentiell eine Rolle, wenn wir die Frage stellen, wer hat denn Macht? Wem geben wir Macht? Und wer darf Entscheidungen treffen? Und natürlich können wir jetzt historisch drauf gucken. Ich mache das mit der natürlich neurowissenschaftlichen Brille ab und zu mal sehr gern. Und dann sehen wir vor allem, und das ist jetzt nicht als Bashing oder die sind alle schlecht gemeint, dann sehen wir, dass in der Vergangenheit vor allem ein Geschlecht Macht hatte und immer noch in vielen Ländern dieser Welt und auch hierzulande eine sehr große Macht hat. Und das sind Männer. Deshalb sind nicht alle Männer schlecht oder schuld allein an dieser Misere. Aber sie sind verantwortlich für viele Geschichten, die wir uns erzählen. Im Englischen gibt es das schöne Wort History, da steckt das sogar drin. Kurz nachdenken, ja. Wir könnten jetzt auch hingehen und sagen, und das denke ich nicht, wäre der richtige Weg, oder ich denke nicht, dass das der richtige Weg ist, und eine Her-Story machen und sagen, naja, jetzt hatten wir x-tausend Jahre History, jetzt brauchen wir Her-Story. Nein, wir brauchen Our-Story. Our Story, die erzählt, dass wir diese emotionalen Blobs sind, dass wir endlich wegkommen von den falschen Geschichten, die uns kaputt machen und zerstören. Wie schaffen wir das? Naja, indem wir darüber reden, wie wir Erfolg definieren. Nach der Frage, was ist eigentlich normal, der O-Saft oder Kaffee oder das Bier, ehrlich, radikal ehrlich darüber zu sprechen, was ist eigentlich Erfolg? Wann habe ich es geschafft? Wenn ich einen Titel habe? Wenn ich so viel Geld auf dem Konto habe, wenn andere Menschen mich liken, ist ja auch eine Digitalkonferenz hier, wenn ich ein dickes Auto habe oder ein richtig dickes Auto habe, wenn ich Entscheidungen treffen darf und Handshakes mache, mir wurde das Mikro abgedreht. Wow, habt ihr das mitgekriegt?
Also der Machtelefant. Hört ihr mich noch? Okay. Technisches Problem, ich muss kurz warten. Aber das ist ziemlich unheimlich, oder? Das kann sich keiner ausdenken. Ich warte jetzt einmal. Also das finde ich jetzt echt gekonnt. Organisation top, 1A hier. Der Machtelefant, ihr habt ihn gerade kennengelernt. Also wann haben wir Erfolg? Ja, wenn wir mächtig sind, wenn wir Handshakes betreiben dürfen, wenn wir Entscheidungen treffen oder Menschen Entscheidungen treffen, die sehr viele andere Menschen beeinflussen. Vielleicht noch, das wurde auf diesem Bild abgeschnitten, die Rolex am Handgelenk tragen. Und dann sind wir natürlich auch essentiell bei der Frage nach Krieg und Frieden. Denn auch das ist immer eine Machtfrage und eine Frage nach Erfolg, nach Anerkennung oder eben dem Gegenteil davon. Und wie schaffen wir es jetzt, wegzukommen von diesen falschen Geschichten über Normalität und Erfolg und den Weg so langsam aber sicher, aber vielleicht mit viel Stolz und Mut raus aus Absurdistan beschreiten zu können? Völlig klar, indem wir uns neue Geschichten erzählen, indem wir diese Märchenbücher Märchenbücher sein lassen, aber in der Realität bitte nicht mehr verwenden für das, wie wir unser Leben gestalten, für das, was wir als normal halten und als erfolgreich betrachten. Und jetzt muss ich sagen, ich habe eben nur die halbe Wahrheit im Sinne von die erste Information weitergegeben, als ich gesagt habe, naja, wir sind nichts anderes als diese emotionalen Blobs, als es in der ersten Etage oder der ersten Prüfung der neuen Reifeprüfung um die emotionale Reife ging. Wir sind, wenn ich es ein bisschen genauer betrachte oder wir genauer draufschauen, emotional soziale Blobs. Was meine ich damit? Ich habe es eben schon ganz kurz angeteasert und erwähnt. Wir funktionieren am besten dann, wenn andere Menschen gemeinsam mit uns etwas auf die Beine, in diesem Fall die Beine der kleinen Hirne, stellen und dann gemeinsam aktiv werden. Das ist tief in uns verankert und das ist keine Breaking News. Das habe ich nicht gestern Abend herausgefunden. Das lernen uns die Forschungsergebnisse der letzten Jahrhunderte über das menschliche Dasein. Und das ist die Grundlage für diesen absurden Zustand, den ich immer wieder erwähne. Denn wir wissen das und tun das Gegenteil. Wir erzählen uns Erfolgsgeschichten davon, dass wir alleine irgendwas schaffen könnten, dass wir möglichst viel Ellenbogen brauchen, je nach Profession ein bisschen mehr oder weniger, um oben anzukommen, was auch immer das bedeuten mag, Erfolg zu haben und gut zu sein. Nichts könnte ferner von der Realität sein als diese Geschichten. Das Erfolgsrezept der Menschheit ist Kooperation. Wir haben Muskelmasse, unsere Vorfahren zugegebenermaßen, Muskelmasse abgebaut, um Hirngröße zu vergrößern. Und wofür brauchen wir dieses größere Hirn? Um kooperieren zu können, weil das ist anstrengend. Ich muss mir ja merken, ob der gerade mit dem und die mit dem und wer überhaupt und verstehen die sich und mit wem will ich. Das ist anstrengend, da brauchen wir Hirnkapazität. Deshalb haben wir so einen riesigen präfrontalen Kortex, das ist das hier direkt hinter der Stirn, um uns das alles merken zu können. Und wir brauchen dafür weniger Muskeln, weil, hey, let's face it, auch unsere Vorfahren waren nicht besonders gut darin, irgendwelche Säbelzahntiger zu erledigen, also alleine, in der Gruppe schon, oder fliegen zu können oder schnell rennen zu können oder schwimmen oder was auch immer. Wir können kooperieren. Wir sind diese emotional-sozialen Blobs. Und wenn wir da radikal ehrlich drüber sprechen, dann haben wir schon den zweiten Teil der neuen Reifeprüfung geschafft, nämlich die kommunikative Reife und können auch da einen Haken bzw. ein X dran setzen. Und dann brauchen wir nur noch den letzten Teil. Den letzten Teil, das ist natürlich wie so oft der schwierigste. Der letzte Teil, da geht es so richtig ans Eingemachte, weil da wird es so richtig, richtig persönlich und emotional.
Es geht nämlich um nichts Geringeres als unsere radikale Verbundenheit. Und ihr ahnt es jetzt schon fast, wenn ihr so ein bisschen diese Struktur hier mitverfolgt, jetzt kommt wieder irgendwas, was wir falsch machen. Ne? Erst war es die Wahrnehmung, dann die Geschichten. Was ist bei der radikalen Verbundenheit falsch? Es sind die falschen Strukturen, die wir uns basierend auf den falschen Geschichten im Kleinen, im Großen und global überall aufgebaut haben und die uns nach Absurdistan gebracht haben, beziehungsweise uns da jetzt mehr oder weniger gut leben lassen. Und jetzt kommt ein Bruch. Ich sage direkt jetzt schon, was wir brauchen, um diese falschen Strukturen zu überwinden. Wir müssen die Trennung überwinden, die im Moment noch dafür sorgen, dass wir in diesen falschen Strukturen leben. Und ihr ahnt es jetzt wahrscheinlich, wenn da ein Plural steht, es werden 3 Trennungen werden, damit ihr es euch wieder gut merken könnt. Aber auch ich habe tatsächlich nicht mehr gefunden, als ich viel und lange drüber nachgedacht habe. Und ich finde, 3 ist auch eine ganze Menge. Das heißt, wir fangen mit der ersten Trennung an, die sozusagen am persönlichsten ist, nämlich in uns allen steckt. Und ich habe dafür ein Zitat mitgebracht von einer Frau, die auch vor 2 Tagen hier war. Und die hat gesagt, einfach mal sagen, was einem durch den Kopf geht, geht als Außenministerin nicht. Am schwierigsten ist es, wenn das Herz etwas anderes will, als der Kopf sagt. Eigentlich müsstet ihr jetzt alle laut aufstehen, aufspringen und sagen, stopp, wir haben gut zugehört. So funktioniert das nicht, ja. Das Herz ist bloß dieser Hohlmuskel, das passiert alles da oben in unserem Kopf. Und das ist natürlich nur ein Beispiel. Ich hätte viele andere Zitate wählen können. Aber es ist ein wunderbares Beispiel, weil es ein politisches Beispiel ist und weil es so schön zeigt, dass diese persönlichste, emotionalste, direkteste Ebene immer auch eine Rolle dabei spielt, wie wir im Politischen, im Gesellschaftlichen reden und welche Dinge wir für richtig halten und wie wir davon ausgehen, dass diese Trennung möglich sei. Und dass sich eine Außenministerin quasi entschuldigen muss, wenn sie mal eine Träne vergießt. Wir sowieso ja alle. Ne? Da guckt man irgendwie so ein bisschen beschämt zur Seite und sagt dann, ach hey, Entschuldigung für den Gefühlsausbruch. Weil hey, das hat doch nichts zu suchen. Erst recht nicht im politischen Diskurs oder bei irgendeiner Unterhaltung. Und wie falsch das ist, basiert auf dieser Grundvorstellung, dass rational bedeuten könnte, dass wir frei von Gefühlen und Emotionen sind. Nochmal, das geht nicht. Wir können nur Entscheidungen treffen, weil wir Emotionen und Gefühle haben. Menschen, wo die Verarbeitung im Hirn zwischen Emotionen und Fakten nicht mehr gut funktioniert, weil sie eine Störung im Gehirn haben, die das nicht mehr erlaubt, sitzen eine halbe Stunde und länger vor einem Dokument mit 2 Stiften, einem grünen und einem blauen, weil sie keine Vorliebe mehr haben für grün oder blau. Wir können nicht entscheiden, wenn wir keine Emotionen haben. Wir sind entscheidungsunfähig. Und deshalb ist es so absurd, zwischen Herz und Hirn trennen zu wollen, weil alles im Hirn passiert. Und wie wir jetzt besser damit umgehen können, also diese Trennung aufzugeben, zeigt uns auch da die Erfolgsgeschichte der Menschheit, also die guten Momente, wo wir Dinge neu gemacht haben oder unsere Vorfahren und Vorfahren Dinge neu gemacht haben und anders gemacht haben, wo wir zusammengekommen sind und auch da Trennungen überwunden haben. Und ich habe anschaulich hier ein Bild mitgebracht, vielleicht erkennt der oder die ein oder andere das. Das ist vom March von Washington für Arbeit und Freiheit. Ursprünglich eine Bewegung der dunkelhäutigen Menschen, die gesagt haben, wir wollen das anders haben, wir wollen die gleichen Rechte haben, die dann zu einer Bürgerbewegung wurde, wo Menschen, und man sieht das hier wunderbar, ihr seht das hoffentlich wunderbar auf diesem Bild, unterschiedlichster Hintergründe zusammengekommen sind, weil sie verstanden hatten, vielleicht nicht bewusst, vielleicht nur unbewusst, aber sie hatten verstanden, dass sie nichts anderes als diese emotionalen Blobs sind, die einfach mal vergessen können, ob die Person nebenan ein anderes Geschlecht, eine andere Hautfarbe, ein anderes Alter, ein anderes was auch immer hat und zu sagen, das eigentlich Rationale hier ist, dass wir uns gemeinsam für etwas einsetzen. Das ist das neue Verständnis von Rationalität, was dann erlaubt, diese Trennung zwischen Gefühl und Verstand, die es nicht gibt, zu überkommen. Und damit bin ich dann auch schon bei der zweiten Trennung, die wir verändern müssen. Wieder ein Politiker. Hier ein Screenshot aus einer Veranstaltung, wo ich selbst mit dabei war. Ich saß nicht auf dem Podium, aber auf einem anderen und habe gelauscht, als hier mehrere Menschen mit Herrn Kretschmann diskutiert haben und er gefragt wurde von einer Mitdiskutantin,
ob er denn Fleisch esse oder nicht, beziehungsweise ob er Vegetarier sei oder nicht. Und seine Reaktion lautete wortgemäß so: Sie stellen mir öffentlich eine höchstpersönliche Frage. Ich finde das übergriffig, dass Sie mir in einer politischen Debatte eine so persönliche Frage stellen. Und jetzt ahnt ihr vielleicht, das ging dann noch bunt weiter, jetzt ahnt ihr vielleicht, worauf ich bei dieser Trennung hinaus möchte, die Trennung zwischen privat und politisch oder persönlich und politisch. Und bitte nicht falsch verstehen, natürlich gibt es Dinge, die niemanden anderes außer mich selbst und vielleicht die Menschen, die mir sehr, sehr nahe stehen, was angehen. Natürlich gibt es Dinge, die ich privat halten möchte. Aber jede private, / persönliche Entscheidung ist immer auch politisch, weil sie immer unser Zusammenleben betrifft. Und Politik ist nichts anderes als der Versuch, unser Zusammenleben, in Klammern besser, zu organisieren. Politik ist nichts anderes als ein Aushandlungsprozess über verschiedene Gefühlslagen von vielen emotionalen Blobs, die irgendwie versuchen, geliebt zu werden. Und deshalb ist alles Politische immer privat und umgekehrt. Wie schaffen wir es jetzt, diese Trennung zu überkommen? Indem wir verstehen, dass es eine wichtige Zutat gibt, auf der wir versuchen, Entscheidungen zu treffen. Bewusst vorsichtig formuliert hier. Eine wichtige Zutat, eine wichtige Emotion, die für uns als emotionale Blobs auf dieser Suche nach Liebe und Verstehen und Sicherheit immer eine Rolle spielt. Vertrauen. Das ist die Grundlage für unsere Wahlentscheidung. Egal in welcher Wahl, ob es die Europawahl, die Kommunalwahl oder sonst eine Wahl ist. Hier ein Stimmzettel von der Bundestagswahl 21. Das ist auch die Grundlage für alles das, was hier dieser Tage eine große und wichtige Rolle spielt, aber natürlich auch darüber hinausgehend alles, was irgendwie was mit Medien zu tun hat. Und nicht erst seit dem Begriff Fake News geht es da auch grundlegend um Vertrauen. Und eine weitere politisch-gesellschaftliche wichtige Komponente, die gleichzeitig die Brücke zur letzten und dritten Trennung sein wird, ist die Frage nach Vertrauen und Gesundheit. Ich muss darauf vertrauen, wenn ich zum Arzt oder zur Ärztin gehe, dass die das einigermaßen gut machen. Und Gesundheit ist natürlich auch das, was als Grundlage für ein gutes Dasein als dieser emotionale Blob unumgänglich ist. Und das, ich habe es gerade schon gesagt, ist die Brücke zur dritten und letzten und ultimativen, wie ich sie nenne, Dichotomie, die wir endlich überkommen müssen, um Absurdistan mit Freude und viel Mut und vielleicht auch ein bisschen Ärger und Wut darüber, dass wir so lange drin saßen, zu verlassen. Und auch da habe ich natürlich wieder ein Zitat mitgebracht, diesmal nicht von einem hauptberuflichen Politiker, sondern von dem Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Und in mir schreit alles, wenn ich das jetzt vorlese: Klimaschutz ja, aber keinen, der die Wirtschaft kaputt macht. Ja, danke. Ich schwanke auch immer zwischen Tragödie und Komödie. Jemand im Publikum hat gelacht, für die, die das nicht gehört haben. Zwischen Tragödie und Komödie, wenn ich solche Dinge lese, höre oder irgendwie wahrnehme und mein ganzer Körper einfach nur schreit und sagt, stopp, das ist falsch. Wir können nur wirtschaften, weil es da eine Grundlage für gibt. Eine Grundlage, die uns ermöglicht, Wirtschaft zu betreiben. Und es ist die gefährlichste Dichotomie, die wir uns erzählen und die diese falschen Geschichten bedient. Die Dichotomie, dass wir Natur und Umwelt von Menschen trennen können. Die Dichotomie, dass wir Wirtschaft und Ökonomie und Ökologie, also Ökonomie und Ökologie voneinander trennen könnten. Dass es irgendwie eine Partei gibt, die irgendwas Grünes im Namen hat und die kümmert sich um den ganzen Ökokrams und der Rest macht die harte Wirtschaft. Das ist absurd. Wir können nur wirtschaften, mal abgesehen von wirtschaftlichem Handeln, das ist dann die Aufgabe für gutes Wirtschaften, weil es dafür eine Grundlage gibt, weil es dafür Luft, Erde und alle möglichen anderen Ressourcen, wie die Technik hier in diesem Raum und sonst wo auf der Welt, weil es die gibt. Und es ist absurd anzunehmen, dass wir das voneinander trennen können, geschweige denn, das zu versuchen zu wollen. Und wem das alles gerade zu öko und Jutebeutel und hippiemäßig klingt, den bitte ich jetzt abschließend nochmal ein, die Augen zu schließen und auch alle anderen gern. Und
einfach mal die Luft anzuhalten. Bitte wieder atmen, bevor ihr vom Stuhl kippt. Und auf die Uhr zu schauen oder zu denken, ihr habt ja die Augen geschlossen, die Sekunden mitzuzählen, wie lange geht das, dass sich das einigermaßen gut anfühlt? Wann wollt ihr wieder atmen? Wann braucht ihr Luft? Ich kann euch verraten, es wird auf jeden Fall unter 24 Minuten und 37 Sekunden sein, es sei denn, ihr seid gerade dabei, einen neuen Weltrekord aufzustellen. Denn das ist der Weltrekord im Luftanhalten unter Wasser von einem Kroaten, der das vor einigen Jahren geschafft hat. 24 Minuten, 37 Sekunden. Dann brauchen wir Luft. Und Luft ist unsere Umwelt, unsere Natur oder was auch immer. Und deshalb ist es so fatal, davon zu reden, dass wir unsere Umwelt, die Natur, das Klima oder sonst irgendwas Grünes schützen müssten. Wir müssen uns schützen, wenn wir ein gutes Leben auf diesem Planeten haben wollen. Und damit, bitte? Okay, ich dachte, es kommt wieder der Machtelefant. Ich hörte eine Stimme, die war nicht in meinem Kopf, bin ich mir ziemlich sicher. Und damit komme ich am Ende an, mit einer Gänsehaut. Danke für diesen Applaus. Und der letzten Stufe der Reifeprüfung, der sozialen Reife. Und wenn wir das geschafft haben, dann könnt ihr jetzt sagen, okay, was kriegen wir jetzt dafür? Naja, erstmal einen schönen Stempel, so wie damals in der Schule auch. Mitbestanden, ja, ihr seid jetzt radikal emotional geprüft, ja, ihr habt diese Reifeprüfung erfolgreich, hoffentlich mit mir hinter euch gebracht, aber, und das ist ein großes Aber, jetzt beginnt die wirkliche Arbeit und gleichzeitig auch die wirkliche Freude, weil, wie ihr gerade hoffentlich auch ein bisschen gespürt habt, das macht unheimlich viel Spaß, wenn man das mal verstanden hat und anwendet. Und das ist so ein bisschen wie mit dieser Sache, wenn ihr einen Führerschein gemacht habt oder einen Schwimmkurs, Seepferdchen, ich weiß gar nicht, ob das noch so heißt heutzutage, aber wenn ihr irgendwas gelernt habt und dann merkt, ihr habt dieses Siegel, das Abzeichen, wie auch immer, das Zeugnis, den Führerschein, den Lappen bekommen, dann habt ihr eigentlich erst richtig gelernt, wie das funktioniert. Also mir ging das jedes Mal so. Schwimmen habe ich nach dem Seepferdchen gelernt, Autofahren, nachdem ich den Führerschein hatte. Und genauso ist das mit dieser Reifeprüfung auch. Und wenn ihr das jetzt mitnehmt und sagt, okay, ich lasse mich darauf ein, ich nehme diesen Stempel, vielleicht im Kopf mit eurem veränderten Gehirn, vielleicht in der Hosentasche, weil ihr sagt, ich brauche da irgendwie was Greifbares, was Visuelles, vielleicht im Gespräch mit eurer Nachbarin, eurem Nachbarn, wie auch immer oder in allem zusammen, ich nehme das mit, dann können wir das beginnen, was dieses letzte Bild hier symbolisieren soll, nämlich ein Home Run. Raus aus Absurdistan, rein in das Zuhause, was sich wirklich gut anfühlt, was Freude macht und wo wir unserer wirklichen, eigentlichen, wahren, nicht länger falschen Geschichte von dem, was uns Menschen ausmacht, nachkommen. Nämlich einfach nur geliebt werden zu wollen. Vielen Dank. Maren Ohner. Vielen Dank erstmal für diesen Vortrag. So, und jetzt haben wir, wenn ich das richtig sehe, ja. Jetzt haben wir noch 10 Minuten Zeit für ein kleines Q&A. Ich habe euch ja vorher aufgerufen, falls ihr Fragen habt, merkt es euch gut. Gibt es denn schon Fragen im Publikum? Hat jemand, traut euch, wagt euch? Es gibt keine Fragen. Du hast ein so... Doch, da ist er. Hier vorne haben wir eine Frage. Das Mikro kommt. Da. Nur eine ganz kleine Frage. Bist du denn wirklich optimistisch, dass das alles klappt? Das ist eine ganz kleine Frage, hast du gerade gesagt. Nur damit ich das nochmal akustisch einordnen kann, hier, dass mein Hirn das richtig gehört hat. Ich bin nicht optimistisch und ich bin auch nicht pessimistisch. Ich bin aktiv hoffend. Und was ich damit meine, und ich habe lange Zeit gebraucht, um Wörter dafür zu finden und meine kleine Reifeprüfung, die immer noch anhält, irgendwie nach vorn zu bringen.
Was ich damit meine, ist, dass ich versuche, jeden Morgen aufzustehen und mir dabei die Frage zu stellen, was kann ich heute dazu beitragen? Und nicht, weil ich so ein toller Mensch bin, sondern einfach, weil es Spaß macht oder gut Mensch bin. Was kann ich dazu beitragen, dass wir Absurdistan verlassen? Und ein Zitat, was mir dabei immer wieder hilft, und das klingt jetzt vielleicht sehr, sehr kitschig, aber hey, ich habe einen Vortrag gerade gehalten, der heißt Radikal Emotional, ist von Václav Havel, der gesagt hat, also sinngemäß, wortgemäß kriege ich es jetzt nicht auf die Reihe, dass Hoffnung eben nicht bedeutet, zu wissen, dass es gut ausgeht, sondern die Überzeugung zu haben, dass das, was ich tue, sinnvoll ist. Gibt es noch Fragen im Publikum? Egal, wo ihr sitzt, unsere Mikroleute kommen immer zu euch. Gibt es noch jemand? Ich sehe keine Hand. Doch, da ist noch eine Frage. Einmal hier vorne, guck mal da. Ja, super. Hallo und danke für den tollen Vortrag. Ich finde es immer schwierig, wenn wir wissen, was wir tun müssen, aber nicht gucken, wo kommt es denn her? Und wenn ich jetzt einfach mal formuliere, das globale Trauma, was uns in den Knochen hängt, jetzt hier in Deutschland speziell Zweiter Weltkrieg, die vielen Traumata, die draußen in der Welt passieren, können Sie da noch was dazu sagen? Also ich finde jetzt das Thema Polyvagaltheorie ganz spannend, aber eigentlich müssen wir doch alle in Therapie, um das erstmal umsetzen zu können, oder? Gerne du. Ja, also das, ich versuche es kurz zu machen. Also, Therapie klingt natürlich immer, steckt dem Wort drin, therapeutisch. Und viele Menschen sagen, ich brauche keine Therapie. Und wahrscheinlich auch zu Recht. Oder auch nicht zu Recht. Das hängt dann davon ab, wie man es sieht. Aber das, wo bei, in meiner, und das jetzt nicht, weil ich mir das überlegt habe, sondern weil ich versuche, es psychologisch und neurowissenschaftlich zu verstehen, wo Therapie eigentlich anfängt, ist in einem ehrlichen Austausch. Und der ehrliche Austausch beginnt halt bei mir selbst. Deshalb der erste Schritt mit der radikalen Aufmerksamkeit und kann dann weitergehen in einer sicheren Kommunikation und dann vielleicht auch in einer öffentlichen oder halböffentlichen Kommunikation. Und ich denke, und das ist das, was ich viel gelernt habe von Organisationsformen und unterschiedlichsten Orten der Welt, wo sozusagen ich sagen würde, die machen das emotional reif, dass es immer damit einhergeht, Gesprächsformate und Räume zu finden, die das zulassen. Also die uns dazu bringen können, und das war dann der Punkt, wo ich dann bei diesem Begriff emotionale Reife angekommen bin, die uns erlauben, darüber zu reden und das rauszulassen und wo auch immer das dann herkommen mag. Ich bin keine Verfechterin davon zu sagen, es muss alles aufgearbeitet werden, weil ich glaube, gerade mit Blick auf Absurdistan, da haben wir nicht mehr die Zeit für. Und es ist manchmal auch, und ohne jetzt zu tief in die Forschung da reinzugehen, das ist manchmal auch nicht förderlich, weil es dann tatsächlich eher hemmt. Aber was halt wichtig ist, ist den Raum dafür zu geben, wenn das Bedürfnis da ist und vor allen Dingen nicht nur zu geben, wenn das Bedürfnis da ist, sondern ihn auch zu schaffen im Sinne von dafür zu applaudieren. Also nicht zu sagen, naja, wenn man eine Therapie braucht oder darüber reden will, dann ist das schwach. Und dann ist es ein Versagen und dann wird man abgestempelt. Also diese ganze Kiste mit, das ist in der ersten Trennung drin, psychische Leiden versus körperliche Leiden. Jedes Leid und jedes Gefühl ist immer körperlich. Jede Emotion hat eine Basis da oben in meinem Kopf und Körper und insgesamt. Und das wäre ein Teil von diesem Überkommen der ersten Trennung, zu sagen, wir unterscheiden nicht mehr zwischen psychischen und physischen oder körperlichen Krankheiten. Es gibt Krankheiten und es gibt Gesundheit und so weiter. Und es geht um diesen einen emotionalen Blob, den wir möglichst gut und glücklich machen, also gesund und glücklich machen wollen. Und dafür brauchen wir ganz, ganz viele Dinge, inklusive der Räume. Das in aller Kürze. Aber diese Auftrennung der Dichotomie, da musste ich jetzt gerade spontan nochmal dran denken, von der ersten Trennung, die spielt dabei eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wenn wir von der Gleichsetzung von physischer und psychischer Gesundheit sprechen und träumen, dann würden wir vielleicht auch endlich an genug Therapieplätze kommen. Die zum Beispiel, genau das. Ja, richtig, auch. Richtig. Um da die Strukturen zu schaffen, die das einfach als normal. Ja. Ja, genau. Ja, gibt es noch Fragen im Publikum? Ja, die Mikros sind noch offen. Da vorne ist eine Frage. Genau, einmal da zu dem Herrn mit der Sonnenbrille. Auch sehr hell hier. Ja, hallo. Ich habe da eine Frage halt zur radikalen Emotionalität
Und zwar sind Arbeitsplätze und die Öffentlichkeit nun nicht wirklich gerade Safe Spaces für Emotionalität. Was ist da die Richtung? Ja, so wie mit der kleinen Frage, ob ich optimistisch sei. Natürlich gibt es keinen Quickfix. Also es gibt einen Quickfix, wenn wir es alle ab heute anders machen würden. Ne? So, das wäre der Quickfix, klar. Aber das ist natürlich ziemlich unrealistisch, sagen wir mal so, vorsichtig formuliert. Das, was wir aber ja sehen, und das ist das, was vor allem im zweiten Teil mit den falschen Geschichten hoffentlich ein bisschen rübergekommen ist, ist, dass es eben neue Erfolgsgeschichten geben kann. Und wir dann sehen, also wenn Unternehmen oder MitarbeiterInnen und ArbeitgeberInnen sich auf eine neue, eine bessere im Sinne von an die menschliche Biologie angepasst, im Sinne von daran ausgelegte Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensform nicht nur anpassen, sondern sich darauf einlassen, dass es dann allen besser geht. Also die wirklich erfolgreichen, langfristig erfolgreichen Dinge sind eben die, die das berücksichtigen. Das Problem beziehungsweise die Herausforderung auf neurowissenschaftlicher Ebene ist, dass unser Gehirn halt dazu tendiert, eher kurzfristig zu denken. Also eine schöne Untersuchung, schön im Sinne von, die ist sehr anschaulich, die Daten, die sie liefert, eine Untersuchung, die Menschen gefragt hat, wenn sie an die Zukunft denken, wie weit in die Zukunft denken sie dann? Ich sag mal maximal bis morgen Mittag ist die sehr kurze Zusammenfassung von dieser Studie. Also sehr wenige Gedanken sind wirklich an eine Zukunft in 5 bis 10 Jahren ausgerichtet. Warum ist das jetzt bei dieser Frage wichtig? Weil natürlich so auch die Entscheidungen dann in den Unternehmen häufig getroffen werden. Und dann, und ich denke, da sprichst du auch ein bisschen drauf an, wenn in einer Situation noch mal mehr Angst und Unsicherheit da ist und ich mir eigentlich nicht sicher bin, ob ich gerade sagen kann, wie ich mich fühle, geschweige denn, dass es irgendjemanden interessiert auf meiner Arbeit oder auf dem Arbeitsplatz, dann habe ich natürlich eine noch kurzfristigere Perspektive, weil ein Gehirn in Angst und Unsicherheit noch mal mehr auf das Hier und Jetzt zurückgeworfen ist. Dann sind wir bei den Bildern, die ich da einmal plakativ am Anfang gezeigt habe, der Wald, der brennt und die Flut, die da ist. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, die Antwort besteht natürlich darin, auch da die falschen Geschichten aufzudecken. Sprich, was kann ich als Einzelner tun? Ich kann anfangen, mir ein Unternehmen zu suchen, wenn ich in so einer luxuriösen Position bin, das zu tun, dass das vielleicht schon anders macht. Und ich kann gucken, in welchen Bereichen ich dazu beitragen kann, dass mehr Menschen das anders machen. Also entweder und oder politisch aktiv zu werden, eine Interessengemeinschaft mich anzuschließen, in den Betriebsbeirat zu gehen und so weiter und so fort. Nur dann, deshalb das Bild von dem Marsch auf Washington, nur dann verändern sich oder haben sich in der Geschichte Dinge verändert, wenn Menschen gemeinsam, ganz kleine Menschen, sich auf den Weg machen. Dieses nur sehr kurzfristige Planen kenne ich auch vom Einkaufen. Ich würde immer gerne für eine Woche einkaufen können, aber ich kann es nur für höchstens 2 Tage. Gibt es noch eine Frage? Ich habe eine kurze Frage. Können wir noch? Da hinten sehe ich, da, ja, dann. Oh, da muss er rennen mit dem Mikro. Einmal in die Nebenhalle. Ja, danke schön. Ich wollte kurz fragen, also wenn man sich in den Kreisen bewegt, in denen künstliche Intelligenz entwickelt wird und mit den Menschen spricht, mir drängt sich da oft der Eindruck auf, dass viele der Menschen dort einen Bedarf haben, radikale Emotionalität zu erfahren oder einen Zugang zu haben. Hast du oder haben Sie da eine Strategie, wie man da vorgehen kann? Auch gerne du. Und du meinst jetzt Rückfrage, ganz kurz bitte das Mikro noch nicht weggeben, wie man mit den Menschen umgehen kann oder wie wir die künstliche Intelligenz dahingehend gestalten sollten, dass sie das auch kann? Vielleicht sind die Menschen, die sie entwickeln, ja der Schlüssel. Insofern die Menschen, die eine für mich sehr unemotionale Sprache sprechen. Mhm. Ja. Also die große, ein Aspekt, es gibt viele Aspekte zu der Frage, aber die Zeit hier tickt und so weiter. Ein Aspekt, der für mich aus neurowissenschaftlicher Sicht und auch im Austausch mit vielen Menschen, die in der KI-Forschung aktiv sind und sich fragen, naja, wie gehen wir denn jetzt mit diesen ganzen Biases, die ich ja eben nur ganz kurz am Rande erwähnt habe, um?
Ich sehe die große Chance, Stichwort bin ich Optimistin, die große Chance darin, dass künstliche Intelligenz uns ganz viel, weil sie ja immer auf Daten basiert, ganz viel darüber lehrt und lehren kann, wo eigentlich unsere eigenen Beschränkungen liegen. Vor allem mit Blick auf Emotionen und die Verarbeitung davon. Was meine ich damit? Die sind ja ein Spiegel. Nichts anderes als der Spiegel, den ich da eben vorhin gezeigt habe, wenn es um die Wahrnehmung geht. Das heißt, wenn Menschen jetzt sagen, naja, aber dann wird die und die Person eingestellt und das ist doch schlimm, wenn die KI Männer bevorzugt statt Frauen, dann sage ich, nee, das ist super, die zeigt uns, dass wir diesen Bias in der Gesellschaft haben und dann können wir hingucken und sagen, wie wollen wir das ändern? Maren, vielen Dank für diesen Vortrag. Vielen Dank für das Q&A. Es gibt jetzt gleich noch eine Signierstunde, glaube ich, am Dussmann Bücherstand. Ein Applaus nochmal für Maren Ohner. We'll be right back.